Mittwoch ist, Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue, der Allgäu Griller. Letzte Woche habe ich euch versprochen, dass wir mal endlich wieder was auf den Grill schmeißen. Das stimmt nur bedingt, der Dutch Oven kommt auch wieder vor. Aber wir grillen trotzdem auf der Kugel heute und das wird ein richtiges Highlight. Warum wird das ein Highlight? Wahrscheinlich, ich sage extra ganz bewusst wahrscheinlich, habe ich die 2000 Abonnenten-Marke geknackt. Bin im Urlaub, der Schwager heiratet, ich kann es nicht kontrollieren, aber vermutlich hat es geklappt, vermutlich sind wir gemeinsam stark. Ja, danke euch, weil ohne euch wird es AJ Barbecue in der Form nicht geben. So, Highlight habe ich euch versprochen, Highlight gibt's. Wir machen heute einen bayerischen Hotdog, bisschen asiatisch angehaucht. Richtig geiler Scheiß, das darf ich euch jetzt schon mal verraten. Leute, ich muss dennoch noch eine Warnung loswerden. Dieses Video könnte wirklich verstörendes Bildmaterial enthalten. Eingefleischte Bayern, die auf ihr Weißwurst schwören, die sollten abschalten. Alle anderen bleiben dran. Bis gleich. Jetzt wollen wir euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir machen heute eine gegrillte Weißwurst in einem Käse-Laugen-Spitz-Bann mit einem feinen Mirabellen-Chutney mit Ingwer und Chili. Darauf gibt es ein tolles süßes Senf-Topping, Schmelzzwiebeln und als Beilage, damit sie gar so reichhaltig wird, gibt es heute nur einen Gurkensalat mit Frischkäse. Und jetzt übergebe ich mich an den Jörg, der darf wieder schneiden. Und da fangen wir mit der Gurke an. Hier seht ihr sie. Da machen wir einfach das Kerngehäuse raus, dafür halbieren wir sie und schaben das in der Mitte mit dem Löffel raus. Da sitzt die meiste Flüssigkeit drin, die wollen wir nicht im Dressing, das würde sonst alles verwässern. Als nächstes kommen hier die Chilis, da machen wir auch die Kerne raus, entfernen die Plazenta, damit uns das nicht zu scharf wird. Wir haben auch Kinder mit dabei, brauchen wir nicht. Die geben wir in eine separate Schüssel. Dann kümmern wir uns um den Ingwer, den Seder hier, den haben wir schon geschält. Der wird klein gehackt und kommt zu den Chilis in der Schüssel. Eine Zwiebel hacken wir in feine Würfel und auch in die Chutney-Schüssel. Dann haben wir noch 5-6 andere Zwiebeln, die halbieren wir und schneiden sie in halbe Ringe. Daraus machen wir nachher die Schmelzzwiebeln. Und da ist der heutige Gegenstand, der Dill, über den ich mit euch sprechen möchte. Der Dill stammt ursprünglich aus Vorderasien und wird heute jedoch weltweit angebaut. Er ist im deutschsprachigen Raum eines der meist angebauten Gewürze. Der Dill wurde bereits im alten Ägypten als Heil- und Gewürzpflanze verwendet. Pharao Amenophis II. Ließ sich 1400 vor Christus Dill sogar mit in sein Grab legen. Vor mehr als 5000 Jahren breitete er sich vom östlichen Mittelmeer in Richtung Atlantik aus und im westlichen Alpenraum wurde er für etwa 3600 vor Christus nachgewiesen. Im Mittelalter war Dill bei verschiedenen Leiden wie zum Beispiel Mundgeruch, Magenkrämpfe oder Verdauungsstörung als Heilpflanze ganz weit verbreitet. Und diesen Dill, den haben wir heute mit im Salat, den hacken wir uns ganz, ganz fein. Und wenn wir das gemacht haben, dann geben wir den Dill zu den Gurken in die Salatschüssel, geben einen kompletten Becher Frischkäse mit Kräutern da drauf, salzen und pfeffern das Ganze noch ein bisschen, je nachdem natürlich, was ihr für einen Geschmack habt. Und dann brauchen wir das nur noch durcheinander mischen. Ja, es gibt es hier, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, kein ordinäres, hundsordinäres, wie ich immer zu sagen pflege, klassisches Salatdressing mit Essig und Öl, das haben wir jetzt mal ganz bewusst weglassen. Wir wollen einfach uns ein bisschen abheben, wir wollen nicht noch mehr Geschmäcker da reinbringen. Wir wollen einen leichten Gurkensalat mit einer käsigen Note, das passt super zu unserem Hotdog. Freunde, ist das nicht schön mit einem Jörg? Geht das immer rucki zucki? Ich finde, jeder sollte einen haben in der Küche. Jetzt gehen wir auch direkt über an den Grill. Wir müssen die Kohle starten. Ja, das machen wir jetzt einfach. Auf geht's! Wir fangen jetzt an und machen das Chutney. Ihr habt das gesehen, geschnitten ist alles, der Grill ist heiß. Fürs Chutney stelle ich hier auf der Kugelgrill meine K8, die Kastenform von Petromax drauf. Auf direkte Hitze, die lassen wir jetzt heiß werden. Und da drin machen wir gleich unser feines Chutney. Nach ungefähr 10 Minuten ist es der Dutch Oven heiß. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, was ich mit dem Deckel mache. Das ist echt ätzend in meinem Grillstudio. So, da brauchen wir jetzt unsere Zwiebel, Ingwer und Chili Mischung. Dutch Oven selber ist noch gefettet. Das tun wir da jetzt einmal rein. Oh, hört ihr das, wie schön das zischt? Ich stehe da drauf. Das schwitzen wir jetzt an.
Da schauen wir jetzt einfach, dass es keine Farbe zieht. Röstaromen brauchen wir da jetzt keine. Und nach sehr kurzer Zeit geben wir dann einfach die Mirabellen dazu. Ein wenig brauner Zucker. Und wenn der dann karamellisiert, dann löschen wir das Ganze mit Orangensaft ab. Beim Ablöschen schauen wir jetzt einfach, dass wir da immer nur ein bisschen reingeben, dass das auch immer schön einreduzieren und andicken kann. Also wir schütten jetzt nicht die ganze Flasche auf einmal da rein. Das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen. Da schauen wir aber immer wieder drauf, dass die Flüssigkeit nicht ganz verkocht. Das heißt, unter Umständen müssen wir nur einen Orangensaft nachgießen, aber da schauen wir immer wieder rein. Von der Kochzeit her, das müssen wir jetzt auch mal schauen, wenn es schön zusammengequallen ist, wenn es schön verkocht ist, dann ist unser Chutney fertig. Aber das sage ich euch, wenn wir dann fertig sind, wie lange es dauert hat. So Freunde, jetzt sind 15 Minuten vergangen, das hat jetzt kocht wie Sau. Schaut doch mal her. Zum Schluss haben wir den Deckel runter, dass es ein wenig eindicken kann. So wenn es ausschaut, so ist es super. Ich nehme es jetzt runter, mache einen Deckel drauf und dann lassen wir es einfach beiseite stehen. Und gut ist. Die Chutney-Geschichte, die ist fertig. Die hält jetzt ewig warm im Dutch Oven. Jetzt nehmen wir eine Pfanne, eine gusseiserne oder auch einen Deckel vom Dutch Oven oder eine Eisenpfanne, egal was ihr da habt. Das gebt ihr jetzt auch da drauf. Auch wieder direkt auf die Kohlen. Wenn es heiß ist, dann machen wir richtig schöne Bier-Schmelzzwiebeln. Und dann sind wir schon fast so weit, dass wir essen können. Während der Dutch Oven Deckel jetzt heiß wird oder eure Pfanne oder was auch immer, müssen wir natürlich noch die Weißwürste schälen. Ja, hier, Weißwurst. Bitte, tut's mir nichts an. Probiert es, das wird geil. Dann schneiden wir sie ein. Dann können wir die Haut richtig schön pellen. Zum Schluss halbieren wir sie. Sonst wird unser Hotdog zu breit. Ja. Und das mache ich jetzt mit den restlichen 20 Weißwurst genauso. Dann müsste der Dutch Oven Deckel soweit sein, dass wir unsere Zwiebeln ansetzen können. Bis gleich. Jetzt brauchen wir eine Butter. Die hauen wir da richtig großzügig in den Deckel rein. Da machen wir unsere Zwiebeln. Und wenn die Zwiebeln schmarren, die Butter geschmolzen ist, geben wir die Zwiebeln da rein. Und dünsten uns die glasig, bevor wir sie mit Bier ablöschen. Ihr wisst es ja, in einem Grill, da darf was nicht fehlen? Ein Bier. Sonst geht der Grill kaputt. Und das tun wir jetzt in die Zwiebeln rein. Ich würde euch raten, nehmt da im Sommer ein warmes Bier, sonst muss der Grill wieder so viel schaffen. Und dann geben wir jetzt einen guten Schuss Bier in die Zwiebeln. Dann würzen wir es nur ab mit Salz und Pfeffer. So. Und jetzt lassen wir das Ganze einkochen, bis die Zwiebeln weich sind und das Bier fast verkocht ist. Dann geht's weiter. Während unsere Zwiebeln jetzt am Schmoren sind, machen wir noch ganz schnell unsere süße Senf-Topping-Geschichte. Da geben wir jetzt einfach einen guten Schwung süßen Senf in der Schüssel. Weil es bayerisch sein soll, ein bisschen löschen wir das Ganze. Ja, löschen tun wir es nicht, aber wir mischen es mit Bier. Passt bloß auf, dass es nicht zu viel wird. Und verrühren das Ganze dann. Kommen wir da mal ran, dann schaut euch das mal genau an, Mensch. Heile Bitz. So, wenn das ausschaut, dann sollte es schon genügen. Wir wollen ja keine Suppe auf unsere Hotdogs haben. So, jetzt könnte man eigentlich schon anfangen, unsere Hotdogs grillen. Aber wir warten noch, bis die Zwiebeln fertig sind. Die Weißwürste und die Brötchen, die brauchen nicht wirklich lang. Die Zwiebeln sind soweit, die holen wir jetzt runter. Vielleicht müssen sie noch 2-3 Minuten drauf. Das schauen wir uns jetzt an. Zeitgleich werden wir dann mal die Doggy Roasts, die hat der Florian, mein PRler, hat die geschenkt bekommen, die wollen wir mal aufheizen. Auf denen werden wir nachher die Brötchen knusprig machen. So, wenn ich meinen Löffel habe, schauen wir uns das mal an. Ja, das ist super. Bevor es jetzt Röstzwiebeln werden, nehmen wir mal die runter. Und dann hätte ich gesagt, dann geht es endlich einmal ans Grillen. Nämlich genau jetzt, hier seht ihr es, die Weißwürste, die werde ich jetzt hier auf der direkten Seite über der heißen Glut schön angrillen.
Ihr seht es, wenn sie schöne Muster haben, wenn sie schön heiß sind, gebe ich sie dann nach links in den Grill, in den indirekten Bereich. Dort sollen sie dann warm bleiben. Zeitgleich auf den Doggy Roasts oben im Bild seht ihr die Käselaugenspitz. Die haben wir aufgeschnitten, das haben wir ohne euch gemacht. Das denke ich, das sollte jeder wissen. Die werden da ein bisschen knusprig braten. Und dann können wir das gute Ding endlich zusammenbauen. Freunde, wir sind soweit. Ihr habt es gesehen, es ist alles fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch zusammenbauen. Auf unseren Laugenspitz, da geben wir jetzt die Weißwursthälften drauf. Dann haben wir festgestellt, müssen wir das Chutney drauf machen. Da hole ich ein bisschen mehr. Auf unser Chutney geben wir ein paar Zwiebeln. Und da drauf dieses feine Bier-Senf-Topping. So, so richten wir jetzt alle an und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns ganz einfach zum Fazit wieder. Leute, Dankeschön, dass ihr so treu AJ Barbecue beiseite steht, dass ihr jetzt 2000 Abonnenten seid, hoffentlich zumindest. Jetzt probieren wir das Ganze. Wir haben schon einen Take gedreht, der war nichts. Machen wir einfach noch einmal, deswegen ist da schon ein Biss drin. Erwarten die Stille um mich rum. Also ich finde es legendär und genial, was man aus so ein bisschen Mirabellen, was man aus so ein bisschen Weißwurst und Laugenspitz machen kann. Es ist einfach mehr als nur Weißwurst ins Wasser schmeißen und das kann man auch nach 12 Uhr essen. Es ist echt geil. Da kommt wirklich jede einzelne Komponente, dieses asiatisch angehauchte Chutney mit diesem Ingwer kommt super raus. Der Senf, der passt super dazu. Klar, also Weißwurst drauf, das Bier im Senf schmeckt man nicht wirklich. Macht aber nichts, wir fühlen uns dabei besser. Ich hätte gesagt, bevor es jetzt alles kalt wird, müssen wir jetzt zuschlagen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich danke euch für eure Treue. Ich danke euch, dass ihr so kräftig AJ Barbecues schaut. Bis nächsten Mittwoch, eine schöne Woche. Pfiat euch Gott, euer Andi von AJ Barbecue, der Alga Griller. Während die Zwiebeln jetzt am Einkochen sind, am Schmoren, machen wir noch ganz geschwind unser Senftopping. Das ist so ein Arschloch.